Es war der letzte große Titel in einer beeindruckenden Karriere. Am 26. März 1988 wurde Katharina Witt in Budapest Weltmeisterin im Eiskunstlaufen. Berlinerin verwies Elisabeth Manley aus Kanada und US-Amerikanerin Debbie Thomas auf Ränge 2 und 3. Leistungsmäßig blieb Witt in der ungarischen Hauptstadt etwas hinter ihren Möglichkeiten zurück. In der Kür stand damals 22-Jährige nur zwei verschiedene Dreifachsprünge und profitierte etwas davon, dass auch Konkurrenz ihr Maximum nicht ausschöpfen konnte. In einer langen Saison mit den Olympischen Spielen in Calgary, wo Witt glänzte und ebenfalls Gold gewann, Bild und galten Weltmeisterschaften nicht als eigentlicher Höhepunkt. Das änderte jedoch nichts daran, dass sie mit ihrer insgesamt 12. Goldmedaille bei internationalen Meisterschaften ihre Karriere krönte. Anschließend wechselte Witt zu den Profis. "Ich bin ein bisschen traurig, weil es das letzte Mal war", gestand sie. "Wenn sonst nicht alles geklappt hat, kann man immer noch sagen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Das ist's mal nicht möglich." 1993 ließ sie sich reamateurisieren und qualifizierte sich noch einmal für Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer. Dort wurde Witt sie